und laut unser Totengesang. Hört, hört! Harte Arbeit, wie ich sehe. Wie bist du? Es ist soweit. Wir lagern nördlich von hier. Triff mich dort. Gentlemen, lasst uns gehen. Erst war es zu kalt. Jetzt ist es verdammt heiß. Und schwül dazu, der reinste Sumpf, sage ich euch. Ganz zu schweigen von den Moskitos. Wetter und Ungeziefer sind bald schon unsere geringste Sorge. Was? Ihr meint die Bulldogge? Ha, bitte. Der wird gar nicht wissen, was ihm geschieht. Wo ist der gute Lee schon wieder hin? Zurück zu Braddock, seinen Dienst ableisten. Ich vermute mal, Bulldog war nicht begeistert nach unserer Nummer. Lee wird ihm erzählen, ich sei unfähig und um Vergebung bitten. Du bist gut mit Worten, ganz besonders, wenn es um Schmeicheleien geht. Man empfängt ihn sicher mit offenen Armen. Somit hätten wir auch einen Spitz. Ganz genau. Es sei denn, ihr hättet unseren Feind unterschätzt. Wenn dem so ist, wird Charles es bemerken und fliehen. Ich sehe, du warst fleißig. Diese Männer gehören verschiedenen Stämmen an. Sie sind vereint in dem Wunsch, Braddock zu vertreiben. Die Abenaki, die Lenape, die Shawnee. Und du? Für wen stehst du? Mich selbst. Und was soll ich tun? Du hilfst ihnen bei der Vorbereitung. Folge mir. Sie kommen. Alles in Ordnung, Sir? Ich genieße nur den Moment. Viele werden sich fragen, was wir so weit im Westen wollen. Das Land ist wild, noch ungezähmt und unbesiedelt. Doch das wird nicht immer so sein. Irgendwann reicht unser Besitz nicht mehr aus. Und dieser Tag ist näher, als ihr denkt. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Volk weiter wachsen und gedeihen kann. Folglich benötigen wir mehr Land. Die Franzosen wissen das und wollen unser Wachstum aufhalten. Sie umzingeln unsere Gebiete, errichten Forts, schmieden Allianzen und warten auf den Tag, an dem sie die Schlinge zuziehen können. Doch das darf nie geschehen. Wir müssen den Strick durchtrennen und siegen. Das ist unser Ziel. Wir geben ihnen eine letzte Chance. Sie ziehen ab oder sie sterben. Das ist der richtige Moment. Warte. Es reicht nicht nur, seine Truppen zu zerschlagen. Braddock selbst muss sterben, sonst wird er wiederkommen. Ich verkleide mich als einer der Seinen und schleiche mich an ihn ran. Euer Angriff ist die perfekte Deckung für mich, um den Todesstoß zu versetzen. Warten auf das Signal. Dort, direkt vor uns. Tötet sie! Come on.
man zu Hause ist. Der Karren ist überladen. Nur Matsch, Mücken und das ist gefährlich. Eine falsche Bewegung und das Ding kippt. Wenn die Franzmänner weg sind, gibt es oben im Norden genug Platz für uns. Es war eine Ehre, gedient zu haben. General! Edward. Nicht so lustig am anderen Ende des Laufs, nicht wahr? Achtung! Sir. Wo seid ihr hin, Edward? Ich hielt euch nie für einen Feigling, Edward. Na dann kommt! Diese Arroganz. Ich wusste, sie würde euer Ende sein. Wird euer Ende sein. Nicht. Schnell, bevor er davonkommt! Verzeiht, Edward! Aber ihr habt es erzwungen! Warum, Haytham? Euer Tod öffnet eine Tür. Ist nichts Persönliches. Naja, vielleicht ein bisschen persönlich. Ihr wart mir ein Dorn im Auge, schon lange. Aber wir sind doch Waffenbrüder. Einst vielleicht. Jetzt nicht mehr. Glaubt ihr etwa, ich hätte die Morde vergessen? Ihr erschlugt Unschuldige ohne jeden Skrupel. Und wofür? Es hilft dem Frieden sicher nicht, wenn man ihn mit dem Säbel erzwingt. Falsch. Würden wir das Schwert nur öfter und ungehemmter einsetzen. Die Welt wäre noch ein viel besserer Ort, als sie nun ist. In diesem Falle habt ihr recht. Lebt wohl, Edward. Ich habe meinen Teil des Vertrags erfüllt. Ich erwarte, dass du deinen hältst. Folge mir.
Nein. Nein! Du scheinst enttäuscht. Ich dachte, es sei ein Schlüssel, dass er hier etwas öffnen würde. Diese Kammer ist aber alles. Ich habe mehr erwartet. Was bedeuten sie? Es erzählt die Geschichte von Yodzitsitsu, die in ihre Welt kam und sie formte, damit sie leben kann. Ihr Weg war beschwerlich, voller Verluste und Gefahren. Doch sie glaubte an ihre Kinder, an ihr Potenzial. Und obwohl sie schon lange nicht mehr unter uns ist, blickt sie stets schützend auf uns. Ihre Ohren hören unsere Worte, ihre Hände führen uns noch. Und ihre Liebe gibt uns noch Kraft. Du hast mir viel Güte entgegengebracht, Sio. Ich danke dir. Ich sollte gehen. Master Kenway, habt ihr es gefunden? Das war nicht der richtige Ort. Die anderen warten auf euch. Gentlemen, bitte, setzt euch. Ich fürchte, unser Tempel war nur eine bemalte Höhle. Allerdings enthielt er Bilder und Schriften der Vorläufer. Das heißt, wir sind nah. Nicht nah genug, wie es scheint. Wir müssen die Anstrengungen verdoppeln, unseren Orden erweitern und eine feste Basis einrichten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Städte entdecken werden. Genau. Hört, hört. Des Weiteren glaube ich, dass es an der Zeit ist, Charles in unsere Reihen aufzunehmen. Er hat sich als loyaler Anhänger erwiesen, diente uns tadellos bereits vom ersten Tag. Er sollte in unser Wissen eingewiesen werden und von diesem Geschenk profitieren können. Ist jemand dagegen? Nun gut. Charles, fangen wir an. Schwört ihr die Grundregeln des Ordens und unsere Werte zu ehren? Ich schwöre. Niemals unsere Geheimnisse zu verraten, noch die wahre Natur unseres Schaffens. Ich schwöre. Und dies von nun bis in den Tod. Koste es, was es wolle. Ich schwöre. Seid willkommen in unserer Mitte, Bruder. Gemeinsam werden wir die Geburt einer neuen Welt einleiten. Eine der Sinnhaftigkeit und Ordnung. Eure Hand. Ihr seid ein Templer. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Moment. Was? Ihr habt das gesehen, oder? Wow. Allerdings wow. Hathams Amulett aus London muss der Schlüssel sein. Wir wissen, wie er aussieht, aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Desmond, du musst weitermachen. Er ist auch dein Vorfahr. Hüpf du doch in den Animus. Im Ernst? Das ist deine Antwort?
Du benimmst dich wie ein Sechsjähriger. Was stimmt nicht mit dir, Desmond? Was nicht stimmt? Du behandelst mich, als wäre ich nicht hier. Desmond, tu dies, Desmond, tu das. Desmond, du findest es besser raus, weil die Sonne uns alle zur Asche verbrennt. Und ich weiß, ich war sehr nett zu dir, aber eigentlich bin ich nur ein weiterer Templerverschwörer. Und fänd's klasse, wenn du von einem Weltraumzauberer kontrolliert wirst, damit du mich umbringen kannst. Da hast du deine Antwort. Ich hab satt, eine Schachfigur zu sein. Ich dachte, mit dir wär's anders. Du bist mein Vater. Du bist nicht besser als die Scheiß-Templer! Vergleiche mich nie wieder mit diesen Bastarden. Verstanden? Alles, was ich tue, alles, was ich je tat, tat ich für dich. Vielleicht bin ich manchmal zu hart oder verlange etwas zu viel. Aber denk bitte daran, worum es hier geht. Reiß dich zusammen. Du musst dich zusammenreißen. Uns rennt also, die Zeit davon. Das war ungewöhnlich. Ich tue jetzt einfach so, als wäre das hier nie passiert und fange mal an, euch alle auf den letzten Stand der Dinge zu bringen. Es sieht nicht gut aus. Anscheinend bezieht dieser Tempel Energie aus einer Reihe von... Ich schätze, es sind Batterien. Eine hast du schon gefunden, aber mehr sind nicht da. Zumindest nicht hier unten. Eine Idee, wo wir Ersatz finden könnten? Vielleicht. Ich will mich in die Abstergo-Datenbank einschleichen. Wenn es gelingt, diese speziellen Geräte mit ihren Daten abzugleichen, habe ich vielleicht Glück. Schau, was du tun kannst. Aber sicher. Übrigens, Desmond, du kannst dich hier umsehen oder wir gehen zurück zum Animus. Okay, dann mal los. Und Don Nisero Hetstanyo. Oya awa unde hiya don jadagu. Tone weha de nagerade. Desager donero niha. Nexiate huwaya done kero. Aze konte te jager da oni. Nexia ohten onde gadi was taque. Agungwe da su awa hu anodun gwezi ni out nesago de ogua. Zeuger da suria disax ne hetum. Arageneru quaque ante zini togwenio. Nexi ohondo yohawitu, yadehagone raque. Ginu oro joque templar aguegu tadinia rodarhox. Ne oho otke zonis. Segotke esu orion o ahiguso gontanu o got gottosi ne sagarda scarnex. One day star. Oni se jerdha. Ya otena gwanek gwanek. Raduna gedu, te wakili chiru nyana. Runa jugeru na deratiu danu yoko dunis. Ha uas. Nexi dosa izi no ko honda dia hoze. Di jono wat stage gari wes wat geno harden yu tigo yorun yu zawa dah kwenya suma gona skrok so rona johnny di zohak ohondo dinyori yu garah kwatne hi sta hi sta zaka de deri wasta Zazah Dandi. Ha'o, wah Zazah Dandi.
wo da dort nicht nur so was sagen mag. Ich dachte ja, da ist ein Dia. Doga nu ang ze de wake de. Gundi go wana o guaho yaga gundi nagere ga a thoni guna sinio ne o kwari. Dana ne radiate ne kera. Renungwe, runsa nage, de wat tirat gawas. Wagari huarge di ot stara gana tanyadu radi nagere. Dana di dit. Wanna hold it the what karitsa dunyane. You go da seh tu ga. Ha ha, zora go hadu. Is it as a dotten? Aska degeni asa gayeri. Aska de wat nyawe. Dossi. Wagu yat da tsari. Ah! Oni a di za der yander da fe. A ye de we zaka ne okta su anana a de wat kiri tsiru nyasi. Suzy so yonder negiga. Oh, okne de. Did the what karitsa duni? Aska, Degini, Asa, Gayerdi, Wisk, Yayak, Zada, Sadegu, Jotu, Oyerdi, Oski Warde, Degini Warde, Asa Warde, Gayerdi Warde, Wisk Warde, Yayak Warde, Zada Warde, Sadegu Warde, Jotu Warde, Sawasa.
haben wir hier? Du kommst mir bekannt vor. Wo habe ich dich schon mal gesehen? Das war aber nicht nett. Lass mich los! Oh, hört euch das an? Es kann sprechen. Klugheit. Und lebhaft dazu! Wir haben Fragen an eure Ältesten. Sag uns einfach, wo dein Dorf ist, Bursche. Dann kannst du gehen. Tu, was er verlangt, Kind. Ich brech dir den Hals, weißt du? Nur ein bisschen mehr Druck. Und knack. Schon ist dein kleines Lebenslicht verloschen. Du bist ein Nichts, nur ein Staubkorn. Du und dein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck wie die Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Die Weisesten unter euch erkennen die Zeichen der Zeit. Sie werfen sich uns zu Füßen und winseln um Gnade. Doch du nicht, scheint es. Nein, du klammerst dich an euer Leben. Bist zu dumm, es zu begreifen. Aber ich bin kein Unmensch. Ich verschone dich, damit du deinem Volk davon berichten kannst. Lass sie wissen, je früher wir bekommen, was wir wollen, desto eher könnt ihr zurück zu eurer primitiven Existenz. Ein guter Tausch, oder nicht? Wie ist dein Name? Charles Lee. Warum fragst du? Damit ich dich finden kann. Da freue ich mich drauf.